Seid an dieser Stelle alle zusammen nochmal gegrüßt. Schön, dass ihr dabei seid beim Yoga heute Abend. Wenn du deine Sitzposition eingerichtet hast, das darf was Kreuzbeiniges oder auch ein Fersensitz sein, schau mal, was stimmt und nimm dir gern auch eine Sitzunterlage, eine gefaltete Decke oder ein Kissen dazu. Das entlastet immer so ein bisschen auch die Hüften, wenn die Knie so etwas tiefer sein dürfen. So richte dich ein und platziere bitte zunächst einmal deine Hände auf deinen Oberschenkel. Und mit deinen Handballen streich einige Male die Oberschenkel Richtung Knie aus. Ein bisschen erden. Und dann umfasst deine Knie und mit der nächsten Ausatmung runde deinen Rücken. Mit der Einatmung hebt das Brustbein, roll die Schultern zurück. Ausatmen, Rücken runden. Geführt von der Atmung immer wieder mit der Einatmung Brustbein heben, Schultern zurückrollen. Ausatmen, Rücken runden. Es kann sehr hilfreich sein, gleich diesem Zeitpunkt eine Stimmritze zu einem Rauschatmen ein bisschen zu verengen. Es hilft, dich jetzt mehr auf dieses einfache Tun, Mobilisieren deiner Wirbelsäule, Torso einzulassen. Nach der nächsten Ausatmung mit der Einatmung richtig auf die Arme Richtung Himmel. Ausatmen, überkreuz die Arme, lass die Hände auf den Oberschenkeln landen. Tiefe Einatmung, Blick heben, Arme nach oben. Ausatmen, überkreuz die Arme andersrum, Hände wieder auf den Oberschenkeln landen lassen. Auch das dynamisch, so ein paar Runden, um immer wieder tief einzuatmen und komplett auszuatmen. So will man bewussten Atem jetzt in Kontakt mit dir gehen. Mit jeder Einatmung den Herzpunkt bewusst etwas heben, mit der Ausatmung Bauchnabel sachte nach innen ziehen. Mach das so lange, bis dass du nochmal mit einer Ausatmung den rechten über den linken Arm überkreuzt hast. Halte inne, wir warten so lange, bis alle da angekommen sind. Und dann nutze die nächste Einatmung, um den rechten Arm, das rechte Ohr zu ziehen, hebt das Brustbein und sinkt mit der Ausatmung so ein bisschen in die Seite. Einatmen, richte dich auf, Wirbelsäule ganz lang. Ausatmen, Drehung nach rechts, platziere die Fingerkuppen der rechten Hand hinter dir auf den Boden. Oder wenn es zu weit weg ist, gib den Handrücken in den unteren Rücken. Roll für den leichten Drehsitz die rechte Schulter ein bisschen zurück, hebt das Kinn, die Kehle bleibt frei, atme aus. Einatmen, die Wirbelsäule längen, ausatmen, ein bisschen mehr in die Drehung fließen. Einatmen, Länge, ausatmen, drehen. Tief einatmen, beide Arme wieder nach oben, hebt den Blick. Lange Ausatmung überkreuze den linken über den rechten Arm. Lass die Hände nochmal für einen Moment auf den Oberschenkeln ruhen. Zieh dann mit der Einatmung den linken Oberarm über das linke Ohr. Auch hier den Herzpunkt ein bisschen heben, sanfte Streckung. Und mit der Ausatmung sinkst du etwas in die Seitdehnung. Einatmen, richte dich wieder auf. Lange Ausatmung, komm mit der Drehung nach links an. Finde auch hier zunächst wieder deinen leichten Drehsitz. Die linke Schulter nochmal zurückrollst, Kinn etwas hebst, die Schlüsselbeine sind offen, atme aus. Einatmen, streck die Wirbelsäule lang und fließt mit der Ausatmung ein bisschen mehr in die Drehung. Einatmen, Länge, ausatmen, drehen. Tief einatmen, beide Arme nochmal nach oben, heb den Blick. Und mit der Ausatmung entweder verschränk die Finger hinter dir, um eine Faust zu bilden, die hinter dir zu erden. Oder wenn der Weg zu weit ist, leg die Handflächen unter den Rücken. In jedem Fall hebt das Brustbein sachte an. Roll die Schultern noch mal ein bisschen zurück. Den Kopf nicht zu weit im Nacken, trotzdem die Schlüsselbeine weit offen, Kehle frei. Und wenn du Kontakt mit deiner Faust im Boden hast, kannst du ein bisschen gegen den Widerstand des Bodens arbeiten, sodass die Arme eine sanfte Streckung erfahren und dann atmen. Die Weite, die Öffnung, die sanften Rückbeuge.
Nimm das Kinn Richtung Brust, platziere die Hände wieder auf den Knien, Oberschenkeln. Tief einatmen, roll die Schultern vorne nach oben und mit einer langen Ausatmung lass deine Schulterblätter los. Wenn du kreuzbeinig sitzt, dann kannst du die Überkreuzung deiner Beine jetzt gerne mal verändern. Fersensitz auch gerne mal ein bisschen zurechtruckeln, immer wieder eine gute Basis schaffen. Und wenn das geschehen ist, platziere die Hände wieder auf Knien, Oberschenkeln, atme aus. Tief einatmen, roll die Schultern vorne nach oben und nochmal mit einer langen Ausatmung lass die Schulterblätter los. Und dann lass die Hände einfach auf den Knien, Oberschenkeln ruhen. Oder wenn es angenehmer ist, kannst du sie auch in deinem Schoß eine Schale bilden lassen. Schließ für ein paar Momente deine Augen oder senk den Blick, um dich zu sammeln. Geh jetzt eine gute Verbindung ein mit dem ruhigen Kommen und Gehen deines Atems. Erlaube dir, mit ein paar bewussten Ausatmungen Gewicht an den Boden abzugeben. Nimm dieses Moment von Erdung bewusst wahr. Bring jetzt deinen Spürfokus zu deinen Beinen, ganz egal, ob du kreuzbeinig sitzt oder im Fersensitz sitzt. Nimm dieses Moment von Stabilität deiner Beinposition wahr, die dir jetzt erlaubt, aufrecht zu sitzen. Spür deine Hände im Kontakt mit deinen Beinen oder im Kontakt miteinander, deinem Schoß. Mach dir dieses Moment von in Kontakt gehen bewusst. Spür weiter zu deiner Mitte und lass deinen Bauch etwas weicher werden. Und dann spüre vom Steißbein an die aufwärtsstrebende Qualität deiner Wirbelsäule. Also spüre es mal ganz nach oben bis zu deinem höchsten Punkt der Kopfkrone. Spüre dein Kinn. Entspann deine Kiefergelenke, indem du mit einem hörbaren A ausatmest. Eine A. Dann schließe den Mund wieder, die Lippen berühren sich, die Zähne nicht. Lass deine Gesichtszüge weicher werden. Entspann deine Schläfen. Die Stirn noch glatter werden lassen. Um dich für ein paar Momente zu sammeln. Im Punkt zwischen den Augenbrauen. Oder mit der Stirn, weiche Sammlung im Punkt zwischen den Augenbrauen oder mit der Stirn. Und in diesem Punkt ist ein Moment von Leichtigkeit entstehen. Vielleicht sogar Freude, passend zu diesen schönen Sonnentagen, die wir gerade haben. Leichtigkeit und oft was mit Licht zu tun. Dann erlaube diese Leichtigkeit, vielleicht die Freude, sich mit jedem weiteren Atemzug in deinem ganzen Körper auszubreiten.
Und mit Leichtigkeit, vielleicht sogar Freude, lass uns die Stunde dreimal um und im Sahana-Tour öffnen. Wenn du magst, dann darfst du dazu gerne die Hände ins Namaskar vor deine Brust nehmen. Schau, was für dich richtig ist. Bei dem ersten Om atme aus. Und dann tief und weich ein zunächst. Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu. Vidvishavahai Om Shanti 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 Shanti, mein Frieden. In deiner nächsten Ausatmung senke dein Kinn etwas Richtung Brust, die Hände gegebenenfalls auf die Knie zurück und so ganz achtsam öffne deine Augen. Heb mit der Einatmung den Blick und dann löst deine Sitzposition. Um die Beine, Hüften etwas zu mobilisieren, rutsch von deinem Sitzkissen runter, streck die Beine erstmal nach vorne aus. Stütze dich mit den Händen hinter dir ab, roll die Schultern zurück und öffne die Füße gern zur Mattenweite. Winkel die Beine ein bisschen an, sodass du die Knie kreisen lassen kannst. Ein paar Mal, vielleicht über außen. Spür die Hüften, Knie, Beine als Ganzes. Wechsel die Drehrichtung in die Veränderung wahr. Und beginne die Füße zu kreisen, die Fußgelenke immer bewusst wahrnehmen, mobilisieren, auch hier ein paar Mal in der einen Richtung und dann in der anderen. Und dann schüttel deine Beine kräftig aus. Komm auf deine Weise zum Vierfüßlerstand. Du kannst die Unterschenkel überkreuzen und nach vorne krabbeln oder einfach nach hinten schwingen. Lass dir ein paar Momente Zeit, um den Vierfüßlerstand einzurichten, guten Platz zu finden für die Hände unter den Schultern. Spreiz die Finger ein bisschen auf, Knie unter den Hüften, beweg dich mal sachte durch. Nimm auch hier den Körper als Ganzes noch einmal wahr. Und dann stülpe deine Zehen um, entspann den unteren Rücken und führe mit der Ausatmung des Gesäßes zu den Fersen. Die Hände ein bisschen nach vorne schieben, trotzdem mit weichem Nacken mit der Einatmung wieder hoch. Vierfüßlerstand, Unterrücken entspannen, Ausatmung, Gesäß zu den Fersen. Beginn zu fließen, ein paar Runden durch die kleine Welle. Finde wieder einen guten Kontakt mit deinem Ujjayi-Atem, sodass er sich führen kann. Mit der Einatmung immer wieder nach oben, Rücken entspannen, ausatmen, Gesäß zu den Fersen.
Mit der nächsten tiefen Einatmung, komm wieder nach oben, lass die Fußrücken ausgleiten, schieb das Becken ein bisschen weiter nach vorne, heb das Brustbein, leichte Rückbeuge, Zehen wieder umstülpen, lange Ausatmung, Gesäß zu den Füßen ein paar Mal. Mit der Einatmung in so eine leichte Rückbeuge kommen, wenn das Becken nach vorne schiebst, Schlüsselbeine öffnest, Zehen wieder umstülpst, ausatmen, Gesäß zu den Füßen. Lass dir Zeit und bleib in deinem Takt. Wenn du mit der nächsten Ausatmung das Gesäß wieder auf den Fersen hast, lass es da. Komm mit der Einatmung auf die Fingerkuppen und beginn dich genüsslich in deinen Raum zu räkeln. Hier den Körper spüren, seine Beweglichkeit, Rippenbögen, Brustkorbes, vielleicht der Halswirbelsäule. Dann komm mit der Einatmung wieder nach oben. Ganz normaler Vierfüßlerstand. Platziere jetzt die linke Hand vor der rechten und führe mit der Ausatmung das Gesäß wieder zu den Fersen. Gegebenenfalls nimm die Arme ein bisschen mit nach hinten, sodass du den Kopf, das Gesäß auf den Fersen ablegen kannst und den Kopf in der rechten Ellbeuge. Komm auf die Fingerkuppen der linken Hand, so schaff weiter in der linken Brustkorbseite. Der Nacken bleibt entspannt. Für ein paar Atemzüge kurbel deinen Atem an. Und dann komm mit der Einatmung wieder zum Vierfüßlerstand. Wechsel die Position. Rechte Hand jetzt vor die linke. Lange Ausatmung. Gesäß zu den Fersen. Kopf in der linken Ellbeuge ablegen. Auf die Fingerkuppen der rechten Hand kommen. Weiter in der rechten Brustkorbseite bis unter die Achseln stehen lassen. Dann darf der Blick sachte drunter durchgehen. Entspann auf den unteren Rücken. Ein paar tiefe Atemzüge hier. Ein leichtes Aufdehnen. Mit der Hilfe deines Atems. Und dann kommen wir auch hier mit der Einatmung nach oben. Vierfüßlerstand, justier nochmal nach. Und mit einer langen Ausatmung streck die Beine zum ersten abwärts blickenden Hund. Beweg eine Ferse nach der anderen auf und ab. Nimm die Hüften mit, spielerisch in die Bewegung, den Schultergürtel drehen, räkeln, den Kopf baumeln lassen. Vielleicht mal durch die Lippen schnaufen und ausatmen und Spannung loslassen. Halte inne, heb mit der Einatmung beide Fersen an und schieb mit der Ausatmung die Fersen zum Boden. Noch einmal Fersen mit der Einatmung anheben. Ausatmen, Fersen Richtung Boden schieben. Für die große Welle mit der Einatmung beide Knie zum Boden, Fußrücken ausgleiten lassen, ausatmen, Gesäß zu den Fersen. Einatmen, weichen Schultern, Vierfüßlerstand, Zehe umstülpen, ausatmen, streckt sich zum abwärtsblickenden Hund. Einatmen, die Knie wieder zum Boden, Blick ein bisschen nach vorne, Fußrücken ausgleiten lassen, ausatmen, Gesäß zu den Fersen. Fließ weiter noch ein paar Runden. Tief aus, komplett ein und dann wieder komplett ausatmen. Ujjayi. Nimm dieses Wechselspiel von Lösen, aktiv wieder in die Position kommen, dehnen, strecken, wahr. Und wenn du das nächste Mal in der Hundeposition bist, halt ein paar Momente inne, justier ein bisschen nach, Finger aufgefächert, die Arme schön gestreckt, die Sitzknochen eher nach oben ausgerichtet, die Ferse Richtung Erde, der Nacken weich und lang. Atme aus. Einatmen jetzt wieder beide Knie zum Boden. Lass die Fußrücken ausgleiten, ausatmen, Gesäß zu den Fersen und diesmal nimm die Hände mit nach hinten neben die Knie. Roll die Schultern zurück mit der Einatmung. Komm zu einem Kniestand, ausatmen, roll die Schultern zurück. Einatmen. Jetzt kommt zum Kniestand. Ihr seht das anders. Also gib mit der Ausatmung die Arme zu den Körperseiten. Wir sind jetzt alle im Kniestand. Okay, und nicht nur das, du verlagerst das Gewicht etwas auf dein rechtes Knie.
Und dann gibst du einmal den linken Fuß in so eine Schrittposition vor dich hin. Wenn das rechte Knie empfindlich ist, kannst du die Matte umfalten oder das ist wahrscheinlich das Einfachste oder was zum Polstern drunter liegen. Und dann gib die linke Hand zur Taille und wenn möglich über die Seite rechter Arm nach oben. Komm in so eine leichte Seitneige, indem du dich mit der Einatmung nochmal streckst und der Ausatmung in die Seitneige kommst. Atme hier von der Taille bis zur rechten Hand, spürst die Dehnung, die Weite. Einatmen auch den anderen Arm nach oben, dann hol mit der Ausatmung die Hände vor die Brust. Mit der Einatmung öffne die Arme jetzt in so einer Schwimmbewegung zur Seite. Die Daumen ziehen nach hinten, Brustbein ist angehoben. Stell dir mal so ein paar freundliche Hände vor, die deine Schulterblätter unterstützen in einer leichten Rückbeuge. Atme. Weiter. Und dann zieh mit der Ausatmung die Hände wieder vors Herz. Für den Prayer Twist. Mit der Einatmung streckt die Wirbelsäule und dann hake den rechten Ellbogen am linken Oberschenkel an. Spring den linken Ellbogen ein bisschen über den rechten, die Hände zur Brustmitte, Kinn ist ein bisschen gehoben. Entspann den Schultergürtel und den unteren Rücken, atme hier. Spür die Drehung. Stülp die Zehen des hinteren Fußes um und mit einer langen Ausatmung streckt dieses rechte Bein, schiebt die rechte Ferse zurück, Becken trotzdem eher ein bisschen weicher sein lassen, Blick mal ein bisschen heben. Und dann gib den Blick in dem ersten Schritt zum Boden. Im zweiten Schritt setzt die Hände auf, tiefer Ausfallschritt, dafür hebt mit der Einatmung den Blick und tritt mit der Ausatmung wieder zurück in den abwärtsblickenden Hund und streck dich. Einatmen, beide Knie zum Boden, Fußrücken ausgleiten lassen, ausatmen, Gesäß zu den Fersen, Hände mit nach hinten ziehen, neben die Knie, einatmen, roll die Schultern zurück, komm zum Fersensitz und roll mit der Ausatmung die Schultern zurück. Einatmen, Arme über vorne nach oben, ein Kniestand, mach dich lang, ausatmen, die Arme zu den Körperseiten. Diesmal Gewicht aufs linke Knie, rechter Fuß tritt nach vorne. Richte dich ein, gib die rechte Hand zur rechten Taille, zieh mit der Einatmung linken Arm die Seite nach oben. Weitere Einatmung, streck dich noch ein bisschen mit der Ausatmung, so eine leichte Seitneige nach rechts. Das Herz ist angehoben, der Nacken weich, der Atem fließt. Der nächsten Einatmung auf den rechten Arm nach oben, hebt den Blick, ausatmen Sie die Hände vors Herz. Einatmen, eine Schwimmbewegung, die Arme wieder zu den Seiten öffnen, Daumen zieht nach hinten, Brustbein anheben. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber lass Brust und Schlüsselbeine weit und offen sein. Und dann ziehe mit der Ausatmung die Hände wieder vors Herz. Bitte Prayer Twist die andere Seite, nochmal Länge mit der Einatmung, die Wirbelsäule und Ausatmen, hake den linken Ellbogen am rechten Oberschenkel ein. Versuch den rechten Ellbogen so ein bisschen über den linken zu bringen, die aufeinandergelegten Hände zur Brustmitte, entspannen den unteren Teil der Wirbelsäule, die Schultern, deinen Blick, atme. Für die Drehung. Stülp die Zehen des hinteren Fußes um und mit einer langen Ausatmung schieb diese linke Ferse zurück, so ein bisschen Dehnung, Becken sinken lassen, Unterrücken bleibt weich, auch die Zehe, heb den Blick. Und dann gib den Blick zunächst zum Boden, im zweiten Schritt auch die Hände, tiefer Ausfallschritt, heb den Blick, ausatmen, tritt zurück, abwärts blicken Hund und streck dich, Sitzknochen nach oben, Ferse wieder Richtung Boden, atme tief ein und mit so einem Uah. Einatmen, beide Knie zum Boden, ganz langsam, lass die Fußrücken ausgleiten und find für ein paar Momente die Stellung des Kindes deiner Wahl. Die Arme dürfen vorne bleiben. Vielleicht baust du mit den Händen für deine Stirn so ein kleines Podest oder wählst ein ganz klassisches Balasana mit den Unterarmen neben Unterschenkeln. Ruckel dich so ein bisschen in die Position.
Und dann fokussiere für eine kurze Weile deine Ausatmung. Über ein vertieftes Ausatmen erlaubt dir erneut, dich zu erden. Zu erden meint zu lösen. Und so lass los im Schultergürtel. Lass mit den tiefen Ausatmung die Arme schwer zum Boden sinken. Entspanne über die Ausatmung den unteren Rücken. Atme aus. Setz die Hände wieder neben den Knien auf. Mit der Einatmung komm zum Fersensitz. Wenn du schlecht im Fersensitz sitzen kannst, kannst du gleich zum Kniestand kommen. In jedem Fall nimm die Arme, die Seite nach oben, platziere die Hände auf den Schultern und kreise sie so ein paar Mal genüsslich zurück. Und nach der nächsten Ausatmung, mit der Einatmung, komm alle zum Kniestand, Arme nochmal nach oben, streck dich und gib mit der Ausatmung die rechte Hand in den unteren Rücken. Heb das Brustbein, du kannst Daumen und Zeigefinger der linken Hand gern zum Chin-Mudra verbinden. Spreiz den linken Arm ein bisschen ab, heb das Kinn, atme hier. Und dann gib mit der Ausatmung die linke Hand in den unteren Rücken einatmen. Rechter Arm zieht nach vorne, nach oben. Auch hier gern Daumen und Zeigefinger miteinander verbinden. Von der Brustmitte an hin zu wachsen, dich zu strecken bis in die Fingerspitzen der rechten Hand. Der Arm gern ein bisschen abgespreizt atmen. Gib mit der Ausatmung auch die rechte Hand in den unteren Rücken. Schieb das Becken ein bisschen nach vorne und stülp einmal die Zehen um. Brustbein wieder heben, weit in der Körpervorderseite. Bleib für ein paar Atemzüge hier. Und wenn du magst, ein klassisches Ustrasana Kamel. Eine Hand nach der anderen fasst den Fersen. Beides ist okay und beides ermöglicht dir, die Körpervorderseite von den Leisten bis unter die Schlüsselbeine zu weiten. Atme und triff eine weise Entscheidung, in welche Position du gehst. Sollte es das Kamel gewesen sein, komm zunächst mit der Einatmung wieder hoch, lass die Fußrücken ausgleiten und langsam und geführt Gesäß zu den Fersen. Für Mukha Bhastrika kannst du auch eine andere Sitzposition wählen oder die Sitzposition nachjustieren. Was wir auf alle Fälle wollen, ist die gleiche Öffnung in der Brust, Schlüsselbein, die wir gerade eben in dieser leichten Rückbeuge hatten. So, fächer die Finger auf. Rotiere die Hände ein bisschen nach außen, heb das Brustbein sachte an, lass die Schulterblätter den Rücken hinunterfließen, spür die Öffnung der Körpervorderseite und deinen Atem. Und so atme jetzt aus, durch die Nase, dann tief ein, halte den Atem, Nacken bleibt weich. Schürz die Lippen, press die Zungenspitze gegen Unterkiefer und beim in die Vorbeuge kommen, stoßweise durch den Mund ausatmen. Ein Sch, Bauchnabel nach innen ziehen. Tief einatmen, roll die Schultern zurück, komm wieder im Fersensitz an, halte den Atem, Nacken weich. Die Lippen schürzen, Zungenspitze gegen die untere Zahnreihe pressen, erneut ein Bauchnabel nach innen ziehen, tief einatmen, Schultern zurückrollen, wieder im Fersensitz und in deiner Sitzposition ankommen, halte den Atem. Moment, Stille. Lippen schürzen, Zungenspitze anlegen und ein letztes Mal ein Diesmal gib den Haaransatz zum Boden, die Unterarme neben die Unterschenkel und so leichte Bewegung von Seite zu Seite. Ruckel dich ein. Mach mal Grimassen. Vielleicht mal gähnen oder schlucken. Und dann lass langsam die Hände über die Seite nach vorne marschieren.
Streckung in den Achseln spüren, den Nacken entspannen mit der Einatmung. Für das erste Vinyasa nach oben kommen, Vierfüßlerstand, Zehe umstülpen, ausatmen, Adho Mukha Svanasana, abwärts blicken, Hund. Einatmen, nach vorne ins Brett kommen, justiere ein bisschen nach und dann mit der Ausatmung senke Knie, Brust, Kinn oder Stirn ab. Einatmen, schlängel dich durch, eine Kobra und ausatmen, wieder abwärts blickender Hund. Mach dich lang, nochmal richtig strecken, dehnen. Einatmen, beide Knie zum Boden und jetzt streck mit der Ausatmung das linke Bein nach hinten aus. Wenn der Fuß nicht auf der Matte ist, komm ein bisschen nach vorne. Einatmen, rechts daneben ein Brett. Atme. Und dann gib einen Unterarm nach dem anderen auf den Boden. Für die Unterarmvariante des Brettes kannst du die Finger verschränken. Gesäß ein bisschen sinken lassen, so eine Grundspannung halten. Und dann beginn einige Mal so ein bisschen vor und zurück zu pulsieren. Und dann lass die Füße auf die Ellbogen zuwandern für diese unterarmgestützte Variante des Hundes. Wenn du in einer Position bist, dann winkel die Beine ein bisschen an. Unterrücken ist eher entspannt. Schieb die Unterarme in den Boden. Stell dir vor, du würdest die Achselhöhlen Richtung Knie schieben, um die Brust etwas aufzudehnen. Lass den Kopf baumeln. Und dann streck die Beine ein bisschen mehr durch. Heb mit der Einatmung das linke Bein an. Erde die rechte Ferse. Um die linke Hüfte zu öffnen, linkes Bein anwinkeln, Knieball aus, nach oben, unter der Achsel durch, lächeln und den linken Fuß kreisen lassen. Streck das Bein wieder aus, level das Becken aus, habe linker Fuß mit dem rechten. Einatmen, rechtes Bein nach oben, linke Ferse mehr erden. Rechtes Bein anwinkeln, Knieball aus, nach oben, lächeln, unter der Achsel durch und lass den rechten Fuß kreisen. Wunderbar. Streck das rechte Bein aus, level das Becken. Ausatmen, rechter Fuß neben den linken. Einatmen, die Knie zum Boden. Fußrücken ausgleiten lassen. Ausatmen, Gesäß zu den Fersen. Atme tief ein und mit einem Seufzen aus. Und, komm auf die Fingerkuppen. Brustkorb nochmal so ein bisschen durcharbeiten. Und so ganz weich mit der Einatmung. Komm nach oben zum Vierfüßlerstand. Justiere die Position ein bisschen nach und mit der Ausatmung streck die Beine, spür die Wärme, atme ein und mit einem Seufzen aus. Und, eine Ferse nach der anderen auf und ab bewegen, um in kleinen Schritten für die stehende Vorbeuge an den Anfang deiner Matte zu marschieren. Füße hüftweit geöffnet, die Beine ein bisschen angewinkelt, die Ausatmung tiefer werden lassen. Schultergürtel passiv durchbewegen, Kopf baumeln lassen. Tief. Und dann für Adha Uttanasana, setz die Hände unter den Knien auf, streck mit der Einatmung die Beine und die Wirbelsäule lang und entspann mit der Ausatmung den unteren Rücken. Justiere ein bisschen nach, rotiere die Oberschenkel sachte nach innen, die Schulter ein bisschen zurück. Viel Länge zwischen Kopfkrone und Steißbein. Hier atme. Tief. Und dann mit einer langen Ausatmung winkel die Beine ein bisschen an und sink nochmal in die Vorbeuge. Lass die Beine angewinkelt. Wenn du zum Stehen kommst, mit einer tiefen Einatmung die Arme über die Seite nach oben. Und jetzt fass mit der Ausatmung zu deinen Ellbogen. Hips, Herz, einatmen, Seitneige nach links. Und ausatmen zur Mitte. Einatmen, Seitneige nach rechts. Ausatmen zur Mitte. Einatmen, öffne die Arme, heb den Blick. Lange Ausatmung, Segelwitter in die Vorbeuge hinab. Für die Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge-Variante. Winkel die Beine an, leg den Bauch auf den Oberschenkeln ab und versuch auch hier nochmal Länge zwischen Kopfkrone und Steißbein zu erzeugen. Kräftige Beine, atme, entspannte Zehen, weiches Gesicht. Und dann hebt die Arme ein bisschen Flugzeugflügel an, so eine leichte Rille zwischen den Schulterblättern und verschränkt die Finger auf deinem Rücken.
Heb die Arme so ein bisschen an und zieh die Schulter mal weg von den Ohren. Atme ein und zieh die Wirbelsäule lang. Und mit der Ausatmung roll die linke Schulter zurück und beginn das linke Bein zu strecken, soweit es möglich ist. Lächeln. Einatmen zur Ausgangsposition zurück. Tiefe Ausatmen. Rechte Schulter zurückrollen, rechtes Bein aufstrecken. Einatmen zurück. Löse den Griff der Hände, stehende Vorbeuge. Atme tief ein und nochmal mit so einem Ah. Tief einatmen, heb Kopf, Brust, Arme über die Seite, komm wieder zum Stehen. Länge und mit der Ausatmung Arme zu den Körperseiten. Für Hastha Kriya öffne die Füße ein bisschen weiter. Entspann in den Knien und beginne dich ein paar Momente, um die eigene Achse zu drehen. Lockern. Und richte die Bergposition am Anfang deiner Matte ein, bewusstes Stehen. Die Fußsohlen gut verbinden mit dem Boden, die Beininnenseiten aktiv. Roll die Schultern zurück und öffne die Handflächen nach vorne. Weiche Schultern, entspanntes Gesicht. Spür die Öffnung, Brust, Herzbereich, Weite hier. Und tief in deinem Brust-Herzbereich lass ich nochmal so ein Gefühl von Leichtigkeit breit machen. Und diese pulsierenden Wellen mit der Atmung in deinem ganzen Körper ausbreiten. Präsenz. Hier sein. Jetzt. Atme aus. Einatmen, nimm die Arme über vorne nach oben, heb den Blick. Ausatmen, die Arme über Seiten nach unten, stehende Vorbeuge. Setz die Hände knapp und den Knien auf und streck mit der Einatmung die Beine und die Oberkörper lang. Adho Uttanasana, ausatmen, Vorbeuge. Tief einatmen, linker Fuß tritt weit zurück, Becken sinkt, hebt den Blick und lächle. Ausatmen, Hundeposition, du streckst dich. Einatmen, ein Brett. Ausatmen, senke Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga. Einatmen, Kobra, aufwärtsblickender Hund. Und ausatmen, abwärtsblickender Hund. Justiere den Abstand von Händen, Füßen ein bisschen nach. Winkel die Beine ein bisschen an. Fächer die Finger auf und schieb mit der Ausatmung den Boden mit den Händen weg. Entspann den Nacken. Vertief die Ausatmung hier. Mit der nächsten Ausatmung streckt die Beine. Einatmen, links tritt nach vorne. Ausatmen, rechts daneben. Atme bitte bis zum Ende aus. Tief einatmen, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, zieh die Hände vors Herz. Verschränkt die Finger, heb mit der Einatmung die Ellbogen. Und schieb mit der Ausatmung die Handflächen weg. Spür die Dehnung. Einatmen, heb die Arme und öffne sie weit. Lange Ausatmung, Vorbeuge. Setz die Hände knapp an den Knien auf. Einatmen, streck die Beine und die Wirbelsäule lang, entspann den unteren Rücken. Und ausatmen, sink wieder in die Vorbeuge. Einatmen, rechts tritt weit zurück. Rechte Ferse zieht nach hinten, Brustbein nach vorne. Ausatmen, Hundeposition, du streckst dich. Einatmen, ein Brett. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga. Einatmen, Kobra, aufwärtsblickender Hund. Und ausatmen, abwärtsblickender Hund. Link die Beine ein bisschen an. Streck mit der Ausatmung Arme, Körperseiten. Lass das Brustbein schmelzen, vertief die Ausatmung hier. Mit der nächsten Ausatmung streck die Beine. Einatmen, rechter Fuß tritt nach vorne. Ausatmen, links daneben, lass los, tief einatmen, Arme über die Seite nach oben und dann mit der Ausatmung holen beide Hände das linke Knie zu dir ran. Finde so ein bisschen in die Position, nicht hineinkollabieren, sondern stabil bleiben, trotzdem leicht. Für die Tänzerinnen und Tänzer, die rechte Hand zur Taille, linke Hand Richtung Fuß, Gelenk. Linke Knie sinken, achte darauf, dass nicht abgespreizt ist. Spann die Leisten, roll die Schultern zurück, einatmen, rechter Arm nach oben. Und mit der Ausatmung Oberkörper in die Vorbeuge bringen.
Und dann schieb diesen Fußrücken links in die Hand, um Bogen zu spannen, Blick weich atmen. Richte dich nochmal langsam auf. Hol mit der Einatmung das linke Knie nochmal ran, spür die Dehnung unter den Rücken, flex den linken Fuß, ausatmen, linker Fuß, neben den rechten, erde dich. Tief einatmen, Arme die Seite nach oben und ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, tritt jetzt der rechte Fuß weit zurück. Ausatmen, lass das Becken sinken, spann die Schultern. Einatmen, linker Arm kurbel über vorne nach oben in den gedrehten Winkel. Lass das Becken ein bisschen sinken und trotzdem schieben die drei Punkte, die den Boden berühren, den weg. Roll die Schultern zurück. Spür auch hier die Öffnung, Brust und Schlüsselbein. Atmen. Kraft. Ausatmen, linker Arm wieder zum Boden. Hebt mit der Einatmung den Blick. Ausatmen, abwärts, Blick in den Hund, streck dich. Einatmen, ein Brett. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga. Einatmen, Kobra oder aufwärts, Blick in den Hund. Und ausatmen, abwärts, Blick in den Hund. Nochmal wie ein umgekehrtes V, richtig dick. Einatmen, beide Knie zum Boden. Die Zehen bleiben umgestülpt. Ausatmen, Gesäß zu den Füßen. Tief einatmen, lange ausatmen. Tief einatmen, weich ausatmen. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, rechter Fuß tritt nach vorne. Einatmen, links daneben. Und jetzt atme lange aus, aus. Tief einatmen, komm nach oben. Ausatmen, holen beide Hände, das rechte Knie zu dir ran. Dich einfinden in der Position, Aufrichtung finden, linker Fuß gut geerdet und auch hier für den Tänzer. Jetzt die linke Hand zur Taille, rechte Hand zum Fußrücken, rechtes Knie in Höhe des linken, Leisten entspannt, roll die Schultern zurück. Einatmen, linker Arm nach oben. Und mit der Ausatmung Oberkörper in eine Vorbeuge bringen, rechten Fußrücken schiebt in die Hand, spannt den Bogen. Atmen. Richte dich wieder auf. Roll mit der Einatmung das rechte Knie immer ran. Lass ein bisschen Dehnung unter den Rücken sein. Flex den rechten Fuß. Ausatmen, rechter Fuß neben den linken Tadasana. Einatmen, Arme die Seite nach oben. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, linker Fuß tritt zurück, Becken sinkt, Brustbein schiebt nach vorne, entspannen mit der Ausatmung die Schultern. Einatmen, rechter Arm kurbel vorne nach oben, gedrehter Winkel, komm in der Position an. Unterrücken entspannt, auch der Schultergürtel, sodass du das Brustbein heben kannst. Der Hinterkopf sinkt ein bisschen in den Raum, die Ferse, die hintere weicht nicht aus. Atmen. Ausatmen, rechte Hand zum Boden. Einatmen, Blick heben. Ausatmen, Hundeposition, streck dich. Einatmen, ein Brett. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga. Einatmen, die Kobra oder Aufwärtsblick in der Hund. Und ausatmen, Abwärtsblick in der Hund. Länge finden, Dehnung finden. Einatmen, beide Knie zum Boden. Zehe bleiben umgestülpt. Ausatmen, Gesäß zu den Füßen. Tief einatmen, komm nach oben, lass die Fußrücken ausgleiten, schieb das Becken nach vorne, heb das Brustbein nochmal eine leichte Rückbeuge, stülp die Zehen um, ausatmen, Gesäß zu den Füßen. Tief einatmen, nach oben kommen, Fußrücken ausgleiten lassen, nochmal die leichte Rückbeuge, Zeh umstülpen, ausatmen, Gesäß zu den Füßen. Tief einatmen, nach oben kommen, Fußrücken ausgleiten lassen. Jetzt in der langen Ausatmung leg dich zur Bauchlage ab. Wenn du hier angekommen bist, justier ein bisschen nach für die Cobra-Position. Atme aus. Einatmen, eine Cobra, bleibe. Ausatmen, winkel die Beine an die Fußsohlen zeigen zur Decke. Einatmen, Beine nochmal ablegen. Ausatmen, die Stirn zum Boden. Tief einatmen, Cobra, bleibe, Ellbogen ziehen ein bisschen nach hinten, ausatmen, winkel die Beine an, schließ die Knie in den Seiten, streck mit der Einatmung die Arme nach hinten oben aus und roll mit der Ausatmung die Schultern zurück, entspann die Leisten.
Schieb die Füße ein bisschen hoch. Atme hier. Und wenn du magst, bleib hier auf ein paar Atemzüge, wenn es geht. Oder Dhanurasana, der Bogen. Nimm nochmal eine Hand nach der anderen zu den Fußrücken fast. Oder um die unteren Fußgelenke, du rollst die Schultern zurück und schiebst die Fersen weg vom Gesäß, sodass wirklich weit von den Leisten bis unter die Schlüsselbeine in dieser Rückbeuge entstehen kann. Atmen. Öffnen. Und langsam löst das Ganze auf, setzt die Hände und den Schultern auf, ausatmen, Stirn zum Boden. Tief einatmen, über die Kobra, komm hoch zum Vierfüßlerstand. Lange ausatmen, runde den Rücken, spür die Dehnung. Einatmen, Wirbelsäule neutral. Jetzt gib mit der Ausatmung den linken Fuß an die Außenseite der linken Hand. Komm gerne auf die Fingerkuppen und führen Malasana mit der Einatmung rechten Fuß an die Außenseite der rechten. Wenn du weißt, dass in der Hockposition die Ferse immer gern bei dir anheben, kannst du die Matte ein bisschen aufrollen und die Fersen drauf platzieren. So finde deine Variante. Die Oberarme, Ellbogen, aber in die Knieinnenseiten ein bisschen auseinander und du hebst das Brustbein gegen die Daumenwurzeln. Atme hier. Lange Wirbelsäule. Entspanntes Gesicht. Die Dehnung leisten. Möglichkeit, dich hier niederzulassen für ein paar Momente. Alternative wäre der sitzende Schmetterling. Okay, jetzt wollen wir alle erst zu unserem Sitzen kommen, indem du erstmal eine Hand nach der anderen nach hinten gibst, die Füße aufeinander zumarschieren lässt und dann erst das Gesäß absetzt. Mach mal, schüttel die Beine aus und streck bitte dann das rechte Bein aus. Für die halbe Vorbeuge bring die linke Fußsohle an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Okay. Wenn du jetzt merkst, du sitzt sehr weit hinter deinen Sitzknochen, kannst du eine sanfte gefaltete Decke nehmen, so als Unterstützung. Wenn das linke Knie sehr weit in der Luft ist, kann da auch was drunter gelegt werden. Aber nur so, dass du noch gut in die Vorbeuge kommen kannst. Okay, wenn du in der Position angekommen bist, dann setz bitte einmal die Fingerkuppen rechts und links neben der Hüfte auf. Dreh dich zu diesem rechten ausgestreckten Bein hin und streck es wirklich nochmal bis in die Ferse. Da ist eine Aktivität drin und die bleibt jetzt auch. Entspann den unteren Rücken. Und dann streck den unteren Rücken. Entspann die Schultern. Und dann streck die Arme über die Seite nach oben. Heb den Blick. Und dann komm langsam wie in Zeitlupe mit der Ausatmung in die Vorbeuge. Wenn du die gefunden hast, lass die Hände einfach sinken. Am besten rechts und links neben das Bein, sodass die Schlüsselbeine offen bleiben. Die Kehle verengt sich aber ein bisschen zu einem sachten Ujjayi-Atem, den Rauschatem wieder etablieren. Nimm diese Pulsation jetzt auf. Mit jeder Einatmung gibt deine Wirbelsäule einen Impuls, sich zu strecken und mit einer langen Ausatmung entspannen den Bauch, lass die Brust und den Kopf sinken. Einatmen Länge zwischen Kopfkrone und Steißbein, ausatmen Bauch, Brust, Kopf sinken lassen, Hände vielleicht ein bisschen nach vorne. So pulsieren auf ein paar tiefe, bewusste Atemzüge. Fülle dich der Unterrücken nicht wohlfühlen dabei, dann geh ein bisschen zurück und beginn erneut. Weil hier geht es nicht darum, irgendwo anzukommen. Hier geht es darum, über das Tun, im Moment von Bewusstheit, Präsenz zu erzeugen, in Verbindung zu treten mit dir, ganz hingebungsvoll über die Ausatmung. Den nächsten Ausatmung, entspann den unteren Rücken. Und wie in Zeitlupe, mit der Einatmung, richte dich auf
Mach Die Wirbelsäule jetzt extra lang und dann führst du eine Drehsitzvariante. Dreh dich mit der Ausatmung nach links. Gib die Fingerkuppen der linken Hand wieder auf den Boden hinter dir und die rechte Hand auf den linken Oberschenkel. Roll die linke Schulter zurück. Schau mal, ob du die Augen vielleicht ein bisschen schließen magst, um nach innen zu spüren. Und auch hier, nachdem du deinen Ujjayi-Atem wieder gefunden hast, beginn mit jeder Einatmung die Wirbelsäule lang werden zu lassen. Ausatmen, schließt ein bisschen mehr in die Drehung. Einatmen, Länge. Ausatmen, ein weiches Fließen. Atme aus. Öffne die Augen. Tief einatmen, die Arme nach oben, richte dich nach vorne aus. Finde wirklich nochmal eine Streckung bis in die Fingerspitzen mit einer ganz langen Ausatmung und so eine kleine Ausgleichsposition nach rechts. Lass den Kopf mal los. Und dann richte dich wieder auf. Zunächst mal beide Füße erstmal achtsam vor dir aufstellen. Gerne ausschütteln. Und dann wechsel die Seite, indem du das linke Bein ausstreckst. Die rechte Fußsohle in die Innenseite des linken Oberschenkels bringst, gegebenenfalls mit Hilfsmitteln dich versorgst, um eine gute Ausgangsposition zu hast. Und dann setzt die Fingerkuppen wieder rechts und links neben der Hüfte auf und dreh dich zum linken Bein. Schieb diese linke Ferse ein bisschen weg. Streck mit der Einatmung den unteren Teil der Wirbelsäule und entspann mit der Ausatmung die Schulter. Einatmen, die Arme Seite nach oben, Blick heben, lange Ausatmung, komm erstmal in die Vorbeuge. Setz dann die Hände zunächst auf, der Schultergürtel ist weich, der Nacken auch und die Stimmritze verengt. Atme Ujjayi. Tiefe Atemzüge hier. Mit jeder Einatmung Wirbelsäule sachte strecken. Ausatmen, lass den Bauch, Brust und den Kopf ein bisschen sinken. Schieb die Hände etwas nach vorne. Tiefe Einatmen, Länge in die Wirbelsäule. Ausatmen, Bauch, Brust und Kopf ein bisschen sinken lassen. Pulsiere. Nach hier überprüfe, wo ist dein Maß? Wo verlässt du ein bisschen deine Komfortzone? Aber achtest darauf, dir nicht zu schaden. Um eine ganz lange, bewusste Ausatmung. Tiefe Einatmen, richte dich auf, Länge in die Wirbelsäule bringen und dann erst mit der Ausatmung dreh dich nach rechts, Drehsitzvariante, Finger der rechten Hand hinter dir auf dem Boden, linke Hand, rechter Oberschenkel, roll die rechte Schulter zurück, heb das Kinn, entspann den Nacken, vereng die Stimmritze und finde neu den Ujjayi-Atem. Um mehr mit jeder Einatmung die Wirbelsäule nochmal sachte zu strecken, mit der Ausatmung die Drehung nach rechts zu fließen. Atme. Tief, entspannte Schläfen, weiche Stirn, Aktivität und Leichtigkeit. Entspannte Schultern mit der Ausatmung. Öffne gegebenenfalls die Augen, tiefe Einatmen, richte dich nach vorne aus und streck die Arme nochmal lang, heb den Blick, lange Ausatmen, Windzeitlupe, so eine kleine Ausgleichsposition nach links, Kopf mal baumeln lassen. Und dann richte dich auf, achtsam die Füße vor dir aufstellen, vielleicht mal ausschütteln, Füße mattenweit öffnen, fast zu den Kniekehlen, entspann den unteren Rücken. Und dann roll langsam, langsam in die Rückenlage ab. Wenn der Hinterkopf den Boden berührt, versetz die Hände auf die Knie
Und die Knie bleiben jetzt geschlossen für so ein klassisches Apanasana. Mit der Ausatmung beginnen die Knie zu dir heranzuziehen und mit der Einatmung die geschlossenen Knie wegschieben. Einfach nur mit der Ausatmung Knie heranziehen, leichte Streckung Unterrücken, einatmen, wegschieben. Atme tief. Spür hin zum Unterrücken. Es ist ein Moment der sanften Mobilisierung. Und nach der nächsten Ausatmung streck mit der Einatmung nur die Knie ein bisschen von dir weg, die Arme gestreckt. Position bleiben, ausatmen. Und dann mit einer tiefen Einatmung das linke Bein zur Decke strecken, den linken Arm über den Kopf, schieb die Ferse hoch, ausatmen, Bein anwinkeln, Hand wieder aufs Knie. Gleich auf der anderen Seite, tiefe Einatmung, rechtes Bein nach oben, rechten Arm über den Kopf, schieb die Ferse hoch, ausatmen, Bein anwinkeln, Hand aufs Knie. Tief einatmen, beide Beine nach oben, Arme über den Kopf. Und ausatmen, stell die Füße vor dir auf und bring die Arme neben den Körper. So ganz klassisch in Vorbereitung für so eine Beckenschaukel, ruckel dich zurecht. Und wenn das geschehen ist, das Kinn ein bisschen an, entspann den Nacken und mit einer langen Ausatmung den unteren Rücken. Und dann mit der Einatmung hebt das Becken erstmal so 2, 3 Wirbel vom Boden ab, so minimal. Ausatmen, das Becken wieder erden. Ein bisschen tiefer einatmen, Becken etwas höher anheben, aber die Schulterblätter bleiben noch am Boden. Und ausatmen, Wirbel für Wirbel, wieder zum Boden schmelzen. Jetzt tief einatmen und komm in die Brücke, heb das Becken an. Bildet sich wieder so eine kleine Rille zwischen den Schulterblättern, Öffnung, lange Ausatmung, Wirbel für Wirbel, das Becken wieder zum Boden schmelzen lassen. Und dann mit einer ganz tiefen Einatmung Becken, Wirbel für Wirbel vom Boden anheben und die Arme mit über den Kopf nehmen, auf den Schultergürtel rollen, das Kinn ein bisschen anheben, Öffnung. Und dann bringen wir eine Ausatmung, die Arme in so eine Schwimmbewegung, entweder in die klassisch gebundene Position oder nochmal wie vorhin bei Dhanurasana, den Bogen, kannst du die Füße ein bisschen näher packen und mit den Händen um die Fußgelenke fassen. Schau mal, ob es stimmig für dich ist, um die Körpervorderseite, den Herzbereich weit werden zu lassen, ohne das Gesicht anzuspannen. Finde deine Position. Atme in die Weite, Öffnung der Körpervorderseite. Weicher Nacken. Und die Finger verschränkt hast, verschränk sie mal andersrum. Erde die Unterarme nochmal gut. Wo du auch immer bist, mit der nächsten Einatmung achtsam nur die Arme über den Kopf ablegen. Und dann mit einer langen Ausatmung das Becken wieder zum Boden schmelzen lassen. Atme tief ein und lange aus. Verschränke jetzt bitte über den Kopf alle Finger bis auf den Zeigefinger. Mit der Ausatmung entspann nochmal den unteren Rücken und streck mit der Einatmung wieder beide Beine zur Decke. Ausatmen, streck sie durch. Einatmen, grätsch die Beine. Und dann mit der Ausatmung heb den Oberkörper vom Boden ab und lass die Arme zwischen den Oberschenkeln hindurch nach vorne ziehen. Einatmen, Oberkörper ablegen. Ausatmen, überkreuz die Beine. Einatmen, grätsch die Beine. Ausatmen, Oberkörper anheben, wieder in die Position kommen, die gepointeten Finger ziehen zwischen den gerätschten Beinen hindurch. Einatmen, Oberkörper ablegen. Ausatmen, überkreuz die Beine andersrum. Einatmen, gerätscht die Beine. Ausatmen, wieder in die Position kommen, diesmal bleibe aus deinem Zentrum heraus. Arbeiten. Das heißt, Brust, Schultergürtel ist entspannt, auch dein Gesicht. Schieb die Fersen ein bisschen weg, roll das Becken möglicherweise etwas ein. Aber wenn die Beine zu sehr zittern, winkel sie ruhig ein bisschen an. Das ist okay. Spürbe nochmal die Kraft deiner Mitte. Und dann mit der Einatmung Oberkörperarme ablegen. Ausatmen, schließ die Beine, winkel sie an.
Die Oberschenkel Richtung Bauch. Fass mit den Händen auf die Knie und ganz sachte beginnen die Knie minimal zu kreisen. Ein kleines Kreisen. Trotzdem spür den Effekt des Unterrücken. Die Möglichkeit, es mir loszulassen, im Zentrum weicher zu werden. Ändere die Richtung mal. Bewegt die Kiefergelenke gern nochmal durch. Und dann für so ein Supta Baddha Konasana stell die Füße vor dir auf, ruhen der Schmetterling. Füße aufstellen, Knie nach außen fallen lassen, die Fußsohlen aneinander, Fußaußenkanten gut erden. Bring die Arme in so eine Shavasana-Position, ruck die Schulterblätter zueinander, Kinn ein bisschen angehoben, die Leisten entspannt, der Nacken entspannt. Aber nochmal wirklich zu so einem ganz tiefen Atemfluss finden und dazu atme jetzt aus. Atme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen 2, 3, 4, 5, 6. Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen 2, 3, 4, 5, 6. Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen 2, 3, 4, 5, 6. Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen 2, 3, 4, 5, 6. Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. Gib den Atem frei. Nun nutze nochmal so ein bewusstes Ausatmen, um langsam die Beine am Boden ausgleiten zu lassen. Ein tiefes Einatmen, um die Arme über den Kopf zu nehmen und dann atme wildbefrei durch den Mund aus mit so einem Beginne eine Körperseite nach der anderen lang zu ziehen. Eine schlängelnde, lösende Bewegung auf dem Becken, sich ausbreiten lassen, die Wirbelsäule hoch zum Schultergürtel. Und dann nimm die Arme nach vorne, setz dich vielleicht nochmal achtsam auf, wenn du für die Endentspannung noch Socken anziehen willst, die Decke holen möchtest, was auch immer, richte dich ein. Und so komm auf deine Weise ganz langsam zur Rücken-Entspannungslage, Rücken-Entspannungslage. Wenn du ihn gefunden hast, finde auch einen guten Abstand zwischen deinen Füßen. Dehne deine Beinrückseiten nochmal ganz sachte auf, indem du die Fersen bewusst etwas wegschiebst. Und dann entspann die Beine. Press den unteren Rücken nochmal fester in den Boden und dann lass auch hier bewusst los. Entspann die Leiste. Lass die Fußspitzen nach außen sinken. Bring die Arme in eine Shavasana-Position, ruckel die Schulterblätter zueinander, die Handflächen zeigen zur Decke. Der Nacken ist entspannt. Und dann atme lange, lange aus. Spür am Ende der Ausatmung die Leere. Atme nochmal tief durch die Nase ein. Spür am Ende der Einatmung die Fülle. Und dann atme durch die Lippen aus, den Atem gehen lassen und freigeben. Gib deinem Atem frei. Beginnen Grimassen zu ziehen, alle Gesichtsmuskeln durchbewegen, gern die Zunge mal ganz, ganz weit rausstrecken. Und wieder in deinen Gaumen sinken lassen. Wenn es dem Nacken gut tut, gib den Kopf ein bisschen von Seite zu Seite.
Spür ihn in Verbindung über die Halswirbelsäule mit deinem Rumpf. Spür, ob du so ein paar Minuten gut liegen kannst. Andernfalls ruckel dich zurecht. Vielleicht hättest du gerne Hände auf dem Bauch, dann mach das. Finde die Position, in der du jetzt sein kannst. Wenn du dir gefunden hast, dann bleib in diesem Yoga-Modus des Spürens. Entspanne, spürend, Stück für Stück. Und dazu nimm nochmal bewusst deine Füße wahr. Füße, Fuß, Gelenke. Entspannt. Waden, Knie, entspannt. Oberschenkel, Hüften, entspannt. Gesäß, Unterrücken, entspannt. Die Bauchorgane, entspannt. Oberrücken, Brust. Entspannt. Arme, Hände. Entspannt. Schulter, Nacken. Entspannt. Kiefergelenke, Gesichtsmuskulatur, entspannt. Hohn, Kopfhaut, entspannt. Der ganze Körper entspannt. In diesem Entspannungszustand, so eben wie er jetzt gerade möglich ist. Und verweile. Ich bin euch dann auch wieder ab. Shavasana.
Und langsam lässt deinen Atem sich etwas vertiefen. Unter deine Haut entwickelst. Mit kleinen Bewegungen beginnst, den Körper aufzuwecken, Hände, Füße durchbewegen. Relativ rasch in so ein großes, genüssliches Strecken, häkeln, vielleicht aufatmen, übergehen. Und wenn das geschehen ist, dann stell bitte einen Fuß nach dem anderen wieder vor dir auf. Dreh dich auf eine Körperseite und bleib ein paar Momente da liegen. Spüre diese Seitlage. Spüre dich. Spüre deinen Atem. Und atme jetzt noch mal ein paar Mal bewusst zu deinem Herzbereich hin. Immer mal wieder über den Atem den Herzbereich weit werden lassen. Spüren, um in guten Kontakt mit dir und mit den anderen zu sein. Jetzt ertaste die Hand, die dir eine gute Unterstützung ist, um langsam über die Seitlage nach oben zu kommen, zum Sitzen. Und dazu nimm dir gerne mal dein Sitzkissen, deine Sitzunterlage, den kreuzbeinigen oder Fersensitz, so wie es jetzt angemessen ist. Und dann nimm deine Hände ins Namaskar vor deine Brust. Atme nochmal aus. Heb mit der Einatmung das Brustbein ein bisschen an. Und dann senk mit der Ausatmung deine Stirn Richtung Fingerspitzen. Und jetzt lächel dir bitte zu, dafür, dass du jetzt Zeit genommen hast. Und was so toll ist, dass es dich gibt. Dann öffne deine Augen. Heb mit der Einatmung den Blick. Und bevor wir mit drei Prana umenden, das meint mit der Einatmung die Arme nochmal weit zu öffnen, dann mit einem Um zurückzuführen, atme nochmal ganz tief ein und so richtig lösen mit einem Ha aus. Einatmen, öffne die Arme weit. Atme ein. Einatmen. Namaste, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.